Fällt mir auf, es ist eine gute Visualisierung. Es ist anschaulich. Es ist plastisch. Es ist klar. Das fällt mir zunächst mal positiv aus. Ich glaube persönlich, dass das mit ein wesentlicher Schlüsselfaktor war für den Erfolg. Und ich glaube persönlich auch, dass das niemals aus Deutschland hätte kommen können. Weil das mit den Cash-Cows und den armen Hunden, das hätte sich ein Deutscher gar nicht getraut. Das ist ja nicht wissenschaftlich. Ja, da muss man irgendwie so einen abgedrehten Begriff dann erfinden dafür, den keiner versteht, möglichst auf sehr abstraktem Sprachniveau. Aber so konkrete, klare Bilder, das ist in Deutschland ja fast schon tabu. Das würde dann ja jeder verstehen. Und das darf ja nicht sein. Die Amerikaner sind da entspannter. Also die haben nicht unbedingt diese akademische Abgedrehtheit, dass das unbedingt völlig unverständlich sein muss, damit es akademisch gut ist, sondern, und das ist wahrscheinlich ein wesentlicher Erfolgsfaktor, es war oder ist sehr, sehr anschaulich, sehr, sehr klar, sehr, sehr einfach. Komplexe Zusammenhänge können Sie mit einem Blick erkennen. Bitte machen wir uns klar, das Auge ist unser schnellstes Sinnesorgan. Unsere Ohren brauchen immer eine Sequenz. Um einen Satz zu verstehen, müssen wir den Satz von Anfang bis Ende hören. Mit dem Auge können wir innerhalb von Sekundenbruchteilen einen kompletten Sachverhalt erfassen. Das kann das Ohr nicht. Das Ohr braucht die Folge. Das Ohr braucht also mehr Zeit, um einen Sachverhalt zu erfassen, als das Auge. Und wir können hier einen komplexen ökonomischen Sachverhalt, das heißt, wie das Unternehmen strategisch aufgestellt ist, mit einem Blick erfassen. Jeder kann das. Wenn wir ein Bild sehen und alle Kreise sind nur hier unten, dann sieht jeder, wirklich jeder im Unternehmen, das ist nicht so gut. Wir sehen Ungleichverteilungen, wir sehen zum Beispiel auch, zum Beispiel, wenn alle Kreise hier sind und hier. Aber hier kommt nichts nach. Dann sehen wir, dass wir im Moment sehr gut aufgestellt sind, aber so für die Zukunft vielleicht nicht mehr so was nachkommt. Und natürlich, das haben Sie längst schon erkannt, hinter dem ganzen Modell steckt der Lebenszyklusgedanke. Das ist also hier Produkte, Reife, Sättigung, das ist Degeneration oder gescheiterte Einführung, das kann natürlich auch sein. Ja, das ist Wachstum hier, wobei wir es noch nicht so genau wissen. Ja, Wachstum, Wachstumreife, ne, der Star, Sättigung, Degeneration. Ja, das Lebenszyklusmodell steckt hier dahinter. Und da sehen wir, haben wir sehr viele Produkte in Reife und Sättigung, aber nichts in der Einführung. Ne, Einführung, Wachstum, das wäre so hier dieser Bereich. Können wir auch mit einem Blick erkennen. Also ein komplexer Sachverhalt auf einen Blick erfassbar und kommunizierbar. Auch das ist wichtig. Kommunizierbar. So, das ist die positive Kritik. Dann gibt es eine Kritik, die kam dann von McKinsey. Das ist ein weiteres großes wirtschaftsberatendes Unternehmen. Die haben gesagt, die Kriterien sind zu pauschal. Relativer Marktanteil, Marktwachstum, Kriterien sind zu pauschal. Wir werden gleich uns anschauen, was die McKinsey-Leute damit gemeint haben. Kriterien sind zu pauschal. Wird gleich deutlich werden, was damit gemeint ist.